Hallo Leute, ja, hier sind wir unten an der Ecke, an der Welt und wie wir hier sehen, haben wir hier den Bowman Corps und so und ja, die machen uns gerade das Leben schwer und wir müssen jetzt gucken, dass wir hier eine Squad aufstellen und es ist das Squad-Menü hier, wir können create Squads, ne? Ja, klar, haben wir nicht, müssen wir jetzt mal create new Squad, glaube ich, machen und wahrscheinlich machen wir eine Leder-Armor, create new Squad, aber wir haben schon welche, doch, hier, warum sind denn jetzt welche da? Okay. Equipped. Wer ist denn da drinne? Ich sag mal, nach dem Intro gucken wir da weiter. Bis gleich. So, the Bells of Severity und the Theaters of Sun. No special orders. No special orders. Routine of duty. Ready. Okay, das können wir als Zeichen setzen. Wir haben hier einen Leader. Warte mal. Ist denn hier einer drinne? Nee. Ich würde das jetzt einfach mal so machen, ne? So equipped. Metal Armor, Metal Armor haben die alle. Aber wir haben gar keine Metal Armor. Details. Der hat eine Bronze Battle Axt. New Weapon. Jetzt müsste man natürlich wissen, ne? Back to Squad. Equipped. Assign at Unified Update Equipment. Ja. Jetzt müsste ich mal einen von denen hier finden, ne? Da kann ich den sehen. Was hat der denn jetzt? Items. Ah, Bronze Battle Axe hat er. Und Vector Squad. Warte mal, dieses hier, das. Die zweite hier, die ist ja noch empty, ne? Assign Leader, ja, die ist empty. Vector Squad, die hat man aus Versehen gemacht. Die können wir löschen. Genau. So, und diese ist ja richtig. Ah, ich habe wieder die Höhe verstellt. Sehr gut. Vector Squad. Equipped. So, die sind da alle drinne. Jetzt ist die Frage. Er hat jetzt hier ein gelbes Waffensymbol. Copper Battle Axe. Ich habe keine Ahnung. Mach das mal zu. Und dann sollten wir schauen, dass wir das mal hier kleiner kriegen, genau. Dann wieder auf den Erdboden kommen, aber wie? Machen wir F1, da geht das immer am besten mit. So, und dann müssen wir gucken, dass wir die hier unten haben. Okay. Eine Squad, ne, das will ich nicht. Ich will diese Squad ja nehmen. Und die soll einen Befehl kriegen. No order, add routines, columns. Nee, das war das nicht.
One target. Zwei Targets. Fünf Targets, oder? Mehr sind nicht. Confirm. Und dann wollen wir doch mal gucken, was hier passiert, oder? Kommen die jetzt, meine Leute, oder kommen sie nicht? Die kommen auf jeden Fall. Nee, warte mal, da kommen noch mehr. Stopp. No target. Der und der. Haben wir sie alle? Ich glaube ja, ne? Ich hoffe, das waren jetzt alle. Confirm. Geht weiter. Kommen noch mehr? Nee, ne? Ah, da kommen unsere Leute und kämpfen. Und? Wer ist jetzt wie? Die Ziele sind weg, würde ich sagen. No targets, okay. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, da haben wir wieder ein bisschen Pech gehabt, oder wie ist das? Left click for the center has entered a material trance. Wo ist denn der jetzt mit seinem material trance? Da, aber der ist nicht da. This is a copper flail, okay. Copper Shield. Large Bronze Mail Shirt. Okay, und hier ist der Human Maze Corps Mutilated Corps. Okay, der ist schon mal erledigt dann. Wen haben wir hier? Das ist wieder einer von uns, ne? Den es da erwischt hat. Alert. Tobulnucker has been found dead. Ja. Der Squad war nicht richtig ausgerüstet, das ist klar. Sieben Leute haben wir noch. Mhm. You have struck Manadit, you have struck Native Platinum. Okay, das kann weg. Winter has arrived on the calendar. The dead walk, hide while you still can. Das ist erledigt wohl. Login. Axdwarf Speardwarf ist klar. Left click for Cinder and expand options. Right click to dismiss. Ja, das ist das, ne? The Swords Dwarf is fighting, the Groot Hogan, ja. Und den Material Trance. Der war hier, aber wahrscheinlich ist der auch gestorben, einer. This is a wreck that just left sub upper arm, oh Gott. Ein rechter Fuß, da hat es also ordentlich. Ja, hier gibt es noch genug Waffen und sowas, ne? Und der Squad, so Dingens hat keinen Leader mehr, hat aber noch drei Leute drin. Assign a leader, click somebody to assign them to position one. Click somebody to assign them to position one. Ja, wenn ich das wüsste, wie das geht. Wer ist das jetzt hier? Ah,
Okay, das heißt, den assign ich jetzt mal, oder? Das geht so nicht. Okay, oder? Doch. Ja, ich habe den doch jetzt hier assigned, ne? Click somebody to assign them to position 1. Da kann ich nur das ändern. Hier ist es auch nicht. Jetzt ist er hier, aber er ist nicht Leader geworden. Fehlt ihm die Fähigkeit dazu oder was? Ja. Irgendwie klappt das wieder nicht so, wie ich mir das vorstelle, ne? Klickst du mal die Design Center? Ja, habe ich doch gemacht. Military. Squad. Er ist in der Squad. Wie kriegen wir das wieder hin? Ha? Back to Squad. You must appoint somebody first to create a squad. Dann lösen wir die einfach auf. Military, no squad assigned. This is a squad menu. Here you can create squads. Fill the position, assign equipment and shields, and give specified. It's recommended that you prepare a squad and get them training as soon as you can. You have no idea what's working out there. Yeah. Okay, das haben wir jetzt immer noch nicht verstanden, ne? Ja, ist ein bisschen tricky wieder. Hier auf Military steht das Squad. Wir müssen das hier irgendwo machen. Wahrscheinlich, oder? Military Commander, ich glaube, den brauchen wir. No relevant skills. Ja, wir haben gar keine Leute, ne? Wir haben nur die drei und der Rest sind wahrscheinlich Babys, oder? Ist der jetzt Military Leader? Ja. Create new squad.
Leather Armors. Ja, Create New Squad. Nee, diese wollen wir bearbeiten. Nee, das war auch wieder falsch, was ich gerade gemacht habe. Create New Squad, nee. Hier wollten wir hin. Assign Position 2. Assign Position 3. So, back to Squad. Wir haben die drei jetzt drin. Dann sollten wir die ausrüsten. Details. Waffe. Bows. New Bodywear. Homs. Leather Footwear. New Choice Melee. Shield haben wir schon. Leggings, Greaves, Trousers. Okay, da gibt es einige Dinge, aber... Greaves. Headwear hatten wir schon. Helms. Leather Headwear. New Bodywear. Mail Shirt. Wo ist das jetzt? Ah, da drunter. Und eigentlich sollten die das hier anziehen. Except matches only. Uniform worn over clothing. Warte, ja, okay. Ja, können wir alles so lassen erstmal, oder? Ja. So, Oily Swords, Position 1. Okay, der hat jetzt nichts. Shield hat er schon. Footwear. High Boots. Gloves. Neckwear. Greaves. Headwear hatten wir schon, Helms, oder? Bodywear, nimm mal eine Brustplatte und confirm. Das Spiel steht bestimmt. Lass das mal gerade laufen. Aha, es ist hier was assigned. Die besorgen sich gerade was, denke ich. Hier, das passt schon. Habe ich denn jetzt alle ausgewählt? Nein, den dritten noch nicht. New Legwear. Reeves. Bodywear. Mail Shirt. Helm. New Legwear. Hatten wir schon. Handwear. Brauchen wir Gloves. Boots. Shield hatten wir schon. New Weapon fehlt auch noch. Crossbow nehmen wir da mal. Das brauchen wir nicht genau. Confirm. Und er hat zwei Sachen gefunden sozusagen.
Kann man hier sehen, oder was? Also hat where? Er sieht erstmal so aus, als ob da was passiert ist. Gut, dann würde ich aber sagen, wenn ihr eine Idee habt, was ich da richtig und was ich da falsch mache, schreibt mir gerne. Ich muss noch ein paar Tutorials gucken, hat anders keinen Sinn. Die Tante Mimi war es, glaube ich, die mir das sowieso schon gesagt hat. Muss ich machen, komme ich gar nicht anders drum rum und ja, müssen wir schauen. Die müssen jetzt hier auch definitiv dann in der nächsten Folge beerdigt werden und ja, das werden wir dann Coffins bauen müssen und Burrows und so und ja, würde ich sagen, machen wir alles in der nächsten Folge, ne? Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.